Ich muss offen und ehrlich sagen, das war eine Demonstration der Fußballqualität der Mannschaft, die wir da im Moment haben. Und das ist eine tolle Mannschaft und die hat es sich verdient, jetzt nach Berlin zu fahren. Der Trippeltraum lebt weiter. Nachdem der FC Bayern die 6. Meisterschaft in Folge bereits sichern konnte und sich auch schon für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid qualifiziert hat, konnte die Mannschaft von Jupp Heynckes jetzt auch im DFB-Pokal den vorletzten Schritt gehen und sich für das Finale in Berlin qualifizieren. Das war unser Ziel. Das haben wir jetzt erreicht. Jetzt haben wir noch ein anderes schönes Halbfinale, schweres Halbfinale vor der Brust. Und auch da werden wir alles reinlegen, um auch da ins Finale zu kommen natürlich. 2 Trainingseinheiten standen heute auf dem Programm. Für die eingesetzten Profis hieß es in der Früh ausradeln im Hotel. Für die Bank- und Reservespieler stand eine normale Trainingseinheit im Kölner Südstadion an. Während beide Einheiten ganz im Zeichen der Regeneration und Vorbereitung für das Bundesligaspiel am Samstag gegen Hannover standen, so wirft das Halbfinale in der Champions League gegen den zweimaligen Titelverteidiger Real Madrid natürlich bereits seine Schatten voraus. Wir sind im Moment gut drauf, wir sind uns aber auch bewusst, und das müssen wir auch sein, dass gegen Madrid wieder ganz was anderes wird. Und da brauchen wir 2 Top-Leistungen, um auch da etwas zu erreichen. Und, aber wie gesagt, wir müssen dieses Selbstvertrauen vor allem mitnehmen und wir müssen so auch antreten gegen Madrid. Und ohne Angst da Vollgas im Spiel rein.